wenn man sich die Probleme anschaut in der Europäischen Union und rund um die Europäische Union, sind wir uns im Klaren, dass es schon darauf ankommt, dass man da zusammensteht, wenn es um die Bewältigung der Probleme geht. Also in Europa zusammenrücken, was die Sicherung des Friedens, der Freiheit, die Bekämpfung des Terrorismus, der Kriminalität angeht, aber auch die Unterstützung des Freihandels und gegen Protektionismus. Da sind wir sehr übereinstimmend und alles, was hier passiert, berührt uns und umgekehrt. Es gibt unendlich viele Gemeinsamkeiten. Ein Thema liegt uns am Herzen und das hat der Außenminister heute auch im Gespräch gesagt, das ist die europäische Alpenstrategie EUSALP. Da hatte Slowenien den Vorsitz im ersten Jahr des Bestehens und hat quasi die Basis gelegt. Als zweites Vorsitzland sind wir Bayern heuer dran und arbeiten kräftig miteinander, um nun Leben in die Themen zu bringen, die wir ausgekundschaftet haben. Ziel der heutigen Reise ist es, genau die aktuellen Themen zu beleuchten. Das ist urbaner Verkehr, aber eben auch Digitalisierung. Also Digitalisierung wird bei den Wirtschaftsgesprächen ein zentrales Thema werden, weil beide Staaten sich die Digitalisierung als wichtige Aufgabe der näheren Zukunft erkoren haben. Und die Abstimmung, wie man die Schwerpunkte am besten setzt, wird sicherlich interessant werden. Wenn man sich mit den Verantwortlichen persönlich gut versteht, ist vieles leichter. Und ich kann nur sagen, hier mit dem Staatspräsidenten war es eigentlich von der ersten Minute an ein sehr natürliches, entspanntes Verhältnis, auch sehr ehrlich im Umgang und dann gedeihen solche Freundschaften sehr gut.